Hallöchen, meine Käsekätzchen, willkommen zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. In der letzten Folge sind wir hier in der Tiefgarage stehen geblieben. Ich muss mich hier erstmal auch an die komische Steuerung hier gewöhnen. Ich werde es momentan immer noch mit den Joy-Cons erstmal probieren. Mal sehen, vielleicht kriege ich es hin. Weil mein Controller, ich habe hier nur so einen Billo-Controller, ich glaube, der hat so einen kleinen Drift drin. Ne? Ich werde das mal trotzdem mal dann probieren. Und ja, wir gehen erstmal hier weiter. Wo war denn die Tür? Ich bin verwirrt. Ach, hier ist die Tür. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Kann man ja hier ein bisschen sagen. Kann man hier oben irgendwas? Ist hier oben irgendwas noch? Nö. Doch, hier. Das Geld. Hallo. Ich komme nicht ran. Doch, jetzt so. Ach, hier brauchen wir bestimmt diese komische Düsterlampe oder was auch immer das ist. Ah, da ist eine Maus drin. Ich habe hier keine Angst vor Mäusen, aber trotzdem. Nimmst du die jetzt endlich? Kann man sehr viel kaputt machen. Sagen wir mal gleich ein. Hier ist aber noch Geld. Hallo, ich will das Geld haben. Was ist hier drin? Geld. Naja, Geld regiert die Welt, ne? Ach nee, das sind Pflanzen. Ich wollte schon, ja. Kann ich hier lang? Nee, kann ich nicht. Keine Ahnung, so drauf drücken. Okay. Das kennen wir ja schon von Teil 2. Also ich zumindest. Der Prick. Oh, yes. I'm the big brain. So, dann wollen wir mal. Hello. Luigi, ob du Hallo sagst oder nicht, hier wird sie bestimmt keine Antworten. Ist das hier? Kann ich hier in den Ritz? Kann ich auch hingucken. Ach, das mit Bewegungsding. Komm ich nah an? Wo guckt denn der denn? Oh, Snack. Erstmal alles einsogen. Proviant. Oh, ich drehe es immer ein bisschen komisch. Man merkt, ich bin kein großer Konsolenspieler. Hier gibt's was. Ein paar Spinnen erstmal wegmachen. Was ist Pflicht? Zack. Machen wir mal die Kiste auf. Boah. Money, money, money. Man merkt, ich bin kein Konsolenspieler. Huch, jetzt habe ich mich erschrocken. Erstmal sauer machen hier. Das geht ja so gar nicht. Hä? Ach so, ja, wenn wir bestimmt das Badusch-Ding nehmen, oder? Ah. Ratschür! Kriegt Hausstauballergie, wenn er ja fertig ist. Hätte er mindestens mal sauber machen können. Ich dachte, ich wäre der VIP. Das Kristall. Wie komme ich denn da hin? Ja, so nicht. Will den Kristall haben. Warum kriege ich ihn nicht? Ich habe ihn jetzt gesehen, jetzt will ich ihn haben. Komme ich ihn da hin? Also I believe I can fly kann ich noch nicht machen. Komme
mich dahin? Also so nicht. Ich will mal zu die Kamera drehen, aber geht das nicht? Die ist ja so einigermaßen starr. Deswegen läuft der manchmal so komisch. Aber weil ich das eigentlich gewöhnt bin, naja. Crystal, den will ich haben. Den kriege ich aber auch nicht so einfach. Ach, hier kann ich den Fahrstuhl nehmen. Schön Sofakissen. Wir räumen erstmal hier den Tisch auf. Wir machen mal ein bisschen sauber hier, ne? Hier mal gleich sauber. So, hier bei der Bewegungsstörung haben wir das machen. Oh, das muss ich unbedingt ausschalten, ey. Was kann ich denn eigentlich mit links machen? Ach, bestimmt die Düsterlampe, die wird doch bestimmt ja auch halten. Natürlich wird die das, wir haben ja Gemälde. Radio? Oh. Oh. Die Bilder sehen aus, ey. Hat sich aber einer künstlerisch verausgabt. Ich kann jetzt sehen. Oh. Yo, jetzt gibt's Fight! Ja. Wie kann ich das nochmal machen? Warte mal. Putz! Bam! 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 Ach ja, stimmt, das ging ja so. Ja, guckt so richtig böse, ey. Drecksack! Du hast meinen Kollegen gekillt! Wo sind sie denn? Aua, ich muss mich erstmal hier an die blöde Steuerung gewöhnen hier. Wo sind sie denn? Komm her! Putz! 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 Und fahr auf den anderen drauf und den jetzt gleich mit sein sollen. Komm! Ich hab das Symbol-Ding jetzt nicht verstanden. Ach, du kannst den umherschleudern, oder was? Hm. Oh. 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 Boop. Erstmal alles weg, bam, ja. Boop. Das visiert zumindest an, das ist schon mal gut. Oh, falsch rum. Hä? Das Geld! Ah, die Perle nehmen wir mit. Nehmen wir erst mit die Bewegungssteuerung. Das Herz hier. Ach, das können wir nicht einsaugen. Naja, gut, das wäre auch so schön gewesen, ne? Dann räumen wir mal ein bisschen auf. Das können wir aber mitnehmen. Ach, das kriege ich nicht, oder was? Oh Mann, Hund! Oh.
Das kann ich doch. Oh ja. Dann räumen wir mal hier ein bisschen mal auf, würde ich mal sagen, ja. Ich mach die Bewegungssteuerung nicht gerade. Ich nehme erstmal alles mit, die ganzen Dokumente vernichten. Oh, warte mal. Noch ein Diamantchen. Oh, hier ist ja noch Geld. Das habe ich total übersehen. Das müssen wir gleich natürlich mitnehmen. Ich habe jetzt schon mehr auf dem Konto, wie ich eigentlich auf, so auf dem Konto habe. Kackschlüssel, ich will den Schlüssel haben, ja. Oder muss ich den einfach nehmen? Ach, den muss ich einfach nehmen. Oh yeah. Halt! Das Geld muss ich mir noch mitnehmen. Komm jetzt her. Ich hab mich jetzt auch selbst erschrocken. Ich weiß so, ich bin Schisser, aber trotzdem. Wow. Der beste Anruf aller Zeiten. Putz. Achso, falsch. Putz. Ups. Ich war's nicht. Was ist denn hier noch? Der Hund will irgendwas. Wie kann ich denn jetzt hier rennen überhaupt? Wo ist er denn hin? Ja, wir gucken uns aber erstmal hier um. Ein bisschen umgucken tue ich mich zwar schon, also so ist es nicht. Ich bin aber, wie schon gesagt, nicht auf die 100% raus. So. Hallo! Ein Mäuselein. Oh, ich hab mich, du was? So. Was zur Hölle, eine goldene Spinne. Oh, die kommt sogar raus. Bam! Weg damit. Warum habe ich die hier nicht bei mir zu Hause, solche goldenen Spinnen? Sind das Münzen hier? Tatsache. Gar nicht so gescheckt. Hallo. Klopf, klopf. Der hatte ein sehr gespenstisches Gesicht drauf. Geht hier mit. Igitigit geschlagen haben. Das haben wir hier. Geld, Geld regiert die Welt. Oh, ups. Okay, was kann ich damit machen? Wie so ein Big Brain Moment. Kristall. Ich will den haben. Gib ihn mir. Hoho! Kann ich hier noch was nutzen? Ja, dann müssen wir hier eine scheiß Steuerung gewöhnen, ja. Ich komme hier nicht weg, warte mal. Okay, Hundi, Bundi, Bundi. Wir müssen ihr Gitti, Gitti, Gitti befreien. Okay, wir verfolgen jetzt einfach mal den komischen Hund. Mal rein. Wo geht's denn hier überhaupt lang? Okay. Wo da so ein. Ja.
Oh, noch ein Diamantchen. Wie schick. Oh, hier ist so ein Geldsack. Den nehmen wir natürlich mit. Huh! Ich hab irgendwo hingeschickt. Geld, 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 Geld. Wenn das beim echten Leben so wäre. Moment, hier ist irgendwas noch. Ich glaube, wir hätten hier sowieso hierher gemusst, okay. Was sind das überhaupt für riesige Bomberschlüssel? Oh, hier ist noch eine Truhe. Wo ist er denn? Wo bin ich denn überhaupt? Hier. Ah ne, die geht nicht. Hier ist sie. Ach, die ist unsichtbar. So, ich sehe sie bloß im Spiegel. Was? Wie sie sich freuen! Juhu! Moneten! Weg! Huch! Jetzt habe ich mich ver... Komm her! Wo bist du? Ich muss mich sowieso erstmal hier an die komische Steuerung gewöhnen. Also ich glaube, in der nächsten Folge werde ich bestimmt meinen Controller benutzen. Komme ich besser damit als diese blöde Bewegungssteuerung hier, die hier ist. Ih, da war noch eine Spinne. Erstmal die ganzen Fahndungsplakate mal hier wegmachen. Was soll denn das? Ich bin doch kein Schwerverbrecher. Ah ne, hier sind auch noch welche. Oder eben Geist. Oh, Hund, erschreck mich nicht so. Hä? Ich hab doch eben gedrückt. Mäuse! Der wird nur erschrocken! Der wird hier nur erschrocken hier! Juhu. Hallo, ich will das mal haben! Hey! Danke! Komm ich da in die Truhe rein? Ja, Huni, Buni, Buni, ich komme gleich. Ich will ein bisschen aufräumen. Oh, ich habe jetzt Sparschwein. Putz! Erstmal alles hier wegräumen. Hier kommt man doch hier hinter irgendwie. Ich wollte schon sagen. Ich habe eine Spinne umgebracht. Hä? Hier muss doch irgendwas sein. Das ist doch jetzt hier nicht so random nur wegen einer Spinne oder so. Naja, gut. Das wird den Hund geblendet. Was steht denn, auch da? Tada! Oh yeah!
wie er sich freut. X, ach so, ich muss X drücken. Noch mehr Geld. Schreck dich nicht so. Noch mehr Geld. Halt, hier ist unsere Spinne. Die nehmen wir nicht. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Eigentlich jetzt, hier ist doch bestimmt irgendwas. So, falsche Abteilung. Wollte ich nämlich schon. So, die muss ich ja noch aufsaugen. Solltest du dich auch mal in die Richtung der Dinger hier begeben? Hä? Geld. Jetzt habe ich wirklich schon das, wofür ich 2 Monate arbeiten müsste. Ja. Boah, gut, dann holen wir uns mal Igitigitigit, würde ich mir sagen. Wo ging es denn hier hin? Ach, hier. Ah, das ist mal Pflicht hier. Die komischen Fahndungsplakate mal wegmachen hier. Das geht so gar nicht. Oh mein Gott. No, da haben wir doch Luigi. Was hat dich denn hierher verschlagen? Egal, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, was zu besprechen. Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Gut, dich zu sehen. Hör zu, Luigi. Du musst mich hier rausbringen. In diesem Hotel wimmelt es von Geistern. Ach nee, ergreifen wir lieber die Flucht. Was sagst du da? Deine Urlaubsbegleiter sind allesamt der Bilder gebannt worden. Und jetzt darfst du sie nicht im Stich lassen, meinst du? Du hast dich kein bisschen geändert. Also gut, ich bin zwar nicht begeistert, aber ich, Professor Emanuel, habe eine Idee. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen sofort zu meinem Auto. Bringst du mich hin? Hey, der neue Schreckweg-Flu, den du da trägst, den hast du doch aus meinem Auto, oder? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell zur Tiefgarage. Ich werde bestimmt jedes Mal anders sprechen. Wie läuft der? Ah, Luigi rennt dann auch los, wenn du... Der kommt nicht hinterher, der alte Sack. Das ist nicht mehr der Jüngste, ne? Keine Ahnung. Was? Also? Da sieht man sogar seine Augen. Er hat ja nur Knopfaugen. Wie lustig ist das denn? Ach nee. Der ist cool drauf, der. Oh, ja. Hey, Luigi, sieh das da drüben mal an. Ich sprich den immer miteinander, das sag ich doch. Mit dem Aufzug erreichen wir die Tiefgarage in Sekunden schneller. Befreien wir uns, bevor die Geister uns finden. Weiß jetzt nicht, wie ich ihn eben schon gesprochen habe. Lass mir die Fahndungsplakate entfernen. Kriegen sie aber noch. So. Komm, Igitigitigit, gehen wir mal los. Ach nee. Wow. Luigi, sieh mal das Geld. Und zwar jede Menge. Du wirst mir sicher zustimmen, dass man trotz aller Gefahren nicht einfach ignorieren sollte. Die Geister scheinen nicht daran interessiert zu sein. Ich hingegen sehr. Es lohnt sich ganz bestimmt, reichlich Geld einzusammeln. Halt die Augen offen und schnapp sie dir, so viel du kannst. Schnapp dir alles. Ach nee, kann ich den auch so wegblasen? Ah nee.
Komm, wir gehen jetzt mal hier zum Fahrstuhl. Genug Spaß mit Igitt gehabt, so. Hä? Ach so. Was zum? Da hat jemand alle Aufzugsknöpfe entfernt, bis auf einen einzigen. Was geht hier eigentlich vor? Dem Mysterium können wir uns wohl erst später noch widmen. Jetzt drück erstmal den Aufzugknopf B1. Ach, B1 wieder Baumarkt, okay. Es hat doch nicht den Anschein, als würde deine Urlaubsumkleide auf E2 gefangen gehalten. So wie es bei mir der Fall war. Die wurden sicherlich auf den weiter oberliegenden Etagen gebracht. Das heißt, ja, es hilft nichts, wir werden die Aufzugsknöpfe benötigen. Upsi, jetzt habe ich aus lauter Schreck dich geblitzt. Also, gehen wir mal hin. Wo müssen wir nochmal lang? Hier war's, ne? Ey, was lachst du mich aus, Obi? Das geht so gar nicht. Oh, hier, warte mal. Das hat oberste Priorität. Kann ich ihn nicht reinsehen überhaupt? Ich habe doch hier diese komische Düsterlampe. Nee, kann ich nicht. Könnte ja sein. Oh oh. Wieso meine gucken? Huh? Der flüchtet, der ist doch Geisterspezialist. Der dürfte doch eigentlich keine Angst haben, oder nicht? Der wirft aber ganz schön blöd. Komm her! Ach so, falsch? Falsch gedrückt. Saug ein! Den Drecksack. Auf die Koffer drauf. Wo ist denn der? Hallo, wo bist denn du? Wo ist der? Hallo? Geist? Kann ich den hier über die Düse? Ah, ich kann. Ach, da hinten ist der. Der ist in Timbuktu. Hallo, komm her. Was ist deine komische Kiste da? Zapp rein. Komm auf die Kisten da drauf. Ach, hier ist er. Da. Oh, da hat er. Der Arme. Der tut mir so ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Sein Mützchen muss aber mit. Ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Wie den Kopf der Igitt hingekommen. Ach, jetzt wird einmal so wieder da. Aber zuerst weggehen. Das sind definitiv Aufzugsknöpfe. Wer hätte gedacht, dass der Geist sich die Bits hat? Aber das sind ja nur zwei. Ob da wohl irgendwelche weitere Geister mit den restlichen Knöpfen herumschwirren? Nun, das soll uns jetzt nicht kümmern. Gehen wir zunächst einmal zu meinem Auto. Ich möchte dir etwas Interessantes zeigen. Naja. Genau, steckst das mal in deine überdimensionale Tasche. Hallo, mein Auto. Der Typ ist einfach nur gestört. Was erzählt denn für Geschichten? Dass der in die Potten überhaupt laufen kann, das wundert mich eigentlich.
Die haben den so gut animiert, den Igitt. Luigi ist auch begeistert von dem Labor. Ach. Gut, wir gehen jetzt erstmal noch mal rein kurz. Schnieke sieht aus wie ein Teil 2. Willkommen in meinem Labor. Bei diesem transportierbaren Labor handelt es sich um eine weitere meiner brillanten Erfindungen. Robust, sicher, klimatisiert, was will man mehr? Ich wusste immer, dass ich es eines Tages brauchen würde. Wie gut, dass ich es mit hierher gebracht habe. Hm? Du willst wissen, warum ich hier im Hotel bin? Das ist eine lange Geschichte. Hier die kurze Version. Man hat mich reingelegt. Ich erhielt eine Einladung von einer Person, die sich als Inhaberin dieses Hotels ausgab. Besagte Dame verkündete, dass sie eine wertvolle Sammlung von Geistern aus der ganzen Welt besitze. Natürlich konnte kein Geisterforscher, der etwas auf sich hält, einem solchen verlockenden Angebot widerstehen. Also nahm ich die Einladung an, doch als ich hier eintrat, ja, es war natürlich nur eine Falle. Ich wurde in ein Bild gebannt und meine wertvolle Geistersammlung wurde konfisziert. Nack, damit sind auch all die Geister weg, die du einmal so fleißig für mich eingefangen hattest. Auch König Buhu, dass ich ihn verloren habe, geht mir richtig unter die Haut. Er ist mein Lieblingsgeist. Was? König Buhu schwebt frei in diesem Gebäude herum? Ach, diese Hotelinhaberin. Was hat sie nur angerichtet? Luigi, du bist unsere einzige Hoffnung. Auch wenn die Chancen schlecht stehen, sei nicht zu zimperlich und gib alles. Hol mir meine Geistersammlung zurück, bitte. Den ersten Schritt hast du ja bereits getan, indem du einige Geister gefangen hast, Luigi. Es ist Zeit, mir die jetzt zu übergeben. So weit, so gut. Dann fang fleißig weiter Geister und denk dran, immer mal im Labor vorbeizuschauen. Ich richte jetzt die Galerie ein, in der du deine Geister betrachten kannst, die du bereits gefangen hast. Hm, warum guckst du so komisch, Luigi? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Oh, natürlich. Du musst ja auch deine Freunde und deinen Bruder retten. Daran hatte ich gerade überhaupt nicht mehr gedacht. Ach, was für ein Zufall. Aber egal, du musst dieses Hotel ohnehin bis in den letzten Weg erforschen, ob auf der Suche nach deinen Freunden oder nach Geistern. Um dir die Arbeit zu erleichtern, gebe ich dir eine meiner bis dato großartigsten Erfindungen. Der virtuelle Buh. Ich nenne sie virtuelle Buh oder kurz VB. Also Verhandlungsbasis oder wie? Ein innovatives Hightech-Gerät, das virtueller Realität eine Farbe gibt. Rot. Schick, nicht wahr? Rot ist momentan der letzte Schrei. Ach du Scheiße, da kriege ich Augenkrebs. Wart's ab, ich bin mit meinem Marketingmaterial fertig bin, dann wird sich der VB wie warme Semmeln verkaufen. Über den VB kannst du jederzeit mit mir kommunizieren. Vielleicht könnten wir das ja später kurz ausprobieren. Drücke bloß, um einen Blick auf den VB zu werfen. Der zeigt unter anderem auch, an welchen Aufgaben du gerade zu lösen hast. Nützlich, nicht wahr? Ach, ich habe noch etwas für dich. Was ist das? Dieser Detektografen solltest du als allererstes für mich in dem Aufzug anbringen. Oh, wenn das weiter nichts ist. Was genau das ist, erläutere ich dir später. Jetzt geh und installiere ihn zunächst einmal. Also begib dich umgehend zum Aufzug. Ich verlasse mich auf dich, Luigi. Okay, also jetzt sind wir endlich mit meinem Menü. Also hier ist jetzt das Menü. Okay. Titelbildschirm, Karte, Hotel erforschen. Okay. Galerie, mehr haben wir nicht. Kann ich noch irgendwas machen? Karte. Was ist das hier überhaupt? Mit Igitt sprechen? Ach, den Shop haben wir noch nicht. Wie kann ich ihn hier überhaupt mal speichern? Geht nicht, okay. Gehen wir mal zum Hotel erforschen. Erstmal kurz.
Ach, er speichert gut. Naja, gut, dann sag ich jetzt noch was bei Schaumia und wir sehen uns in der nächsten Folge von Luigi's Mansion 3 wieder. Und mal sehen, was uns dann erwartet. Ich hoffe, dass ich bis dato meinen anderen Controller habe und nicht die Joy-Cons hier. Jo, und ich hoffe, er funktioniert auch. Na dann, ciao, ciao.